Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Ja, wie ihr seht, jetzt hier unten rechts, da so, haben wir jetzt auch einen Avatar. Hallo, hier bin ich. So, zwar keine Facecam, aber wenigstens ein Avatar. Gucken wir mal in den Item Shop von heute rein. Und was haben wir da? Der Wukong ist back, beziehungsweise wir fangen jetzt an hier mit dem Royal Dragon. Und der Royal Dragon ist einer der geilsten Gleiter in dem ganzen Spiel, die es gibt. Also finde ich zumindest mal. Schauen wir doch mal, wie sind denn eigentlich eure Meinungen dazu? Das wäre das hier. 4,31 von 5. Okay, alles klar. So, dann geht's weiter, der Wukong itself. Und der Wukong ist schon ein richtig, 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 richtig nice Skin. Ich finde den richtig cool. Und ich gebe dem Wukong 10 von 10. Das ist richtig nice. Yep. Wie sind da eure Meinungen zum Wukong? Noch mal gucken. Wo ist er denn? Da ist er. Oh. 3,38 von 5 bei 26 Votes. Okay, also bisschen mehr als der Durchschnitt. So, dann haben wir den Jingu Bang als Picke. Und die Jingu Bang finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll. Gebt der mal 6 von 10. Ja, 6 von 10 sollten ausreichend sein. Wie steht ihr denn zu der Jingu Bang? So, wo ist er denn überhaupt? Da hinten ist er. So, die Jingu Bang. Oh, 3,75 von 5. Okay, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Jo, dann wären wir schon mal hier mit diesem Set durch. Dann geht's weiter mit dem Dark Vanguard. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ein Astronaut in Schwarz mit Lichteffekten. Ist halt auch schon. Mir gefallen halt diese Astronautendinger überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Ich mag die überhaupt nicht, nein. Und deswegen gebe ich dem Ding maximal, ja, in Schwarz, Orange, okay, aber gebe dem Ding, ich finde, der sieht scheiße aus, sorry. 4 von 10. Und jetzt gucken wir mal, wie sind denn hier eure allgemeinen zum Dark Vanguard. Oh. Ja, also beim Dark Vanguard haben wir hier 3,81 von 5. Okay, also da, ja, ist auch nicht ganz so schlecht. Bei 42 Votes, das ist schon relativ viel. Das erste Mal rausgekommen am 8. April 2018, das Ding. Okay, machen wir weiter. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch den Orbital Shuttle und ja, den finde ich auch relativ nice. Den haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Ich finde ihn in der silbernen Version besser als in der schwarzen. Beide kriegen trotzdem von mir 8 von 10. Ja. Sollte passen. 8 von 10. Gucken wir mal. Oh. Das ist schon 4,8 von 5 bei 10 Votes. Das ist ja schon fast komplett vollmaxed hier. Wow. Okay. Nice. So, dann machen wir mal weiter. Hier haben wir jetzt den Wreck Raider. Und sorry, aber ich finde, so ein Ding hier hat echt überhaupt nichts in Fortnite zu suchen. Also, was soll ich denn dazu sagen? Also, der Wreck Raider,
gebe dem 4 von 10. 4 von 10. So, Rig Raider. Und da 3 von 5 bei 7 Votes. Alles klar. So, dann machen wir weiter mit dem Infinite Depth. So, und jetzt habe ich hier wieder einen. So. Jetzt müsste ich das Doppel-Echo raus haben. Wahrscheinlich habe ich jetzt alles gelesen. Alles Doppel-Echo. Na gut. So. Und den Infinite Dab, ja. Ich persönlich finde den normalen Dab eigentlich fast besser. Okay, mir gefällt der Infinite Dab nicht so sensationell gut. Ich finde, 6 von 10 sind okay. Gucken wir mal, der Infinite Dab sind hier bei euch 3,91 von 5. Okay. Dann haben wir hier den. Sorry, aber. Das ist doch. Das ist nix. Was will ich denn mit dem Stormsigil? Das ist ein normaler Gleiter mit einem bisschen Wikinger-Style drauf. Ja. 3 von 10. Gucken wir mal. Wie sieht's denn da aus? Ja, 3 von 5 bei nur 2 Votes. Das erste Mal auch im März, 23. März 2018 rausgekommen. Okay, alles klar. Dann geht's weiter. Da haben wir die Cutting Edge. Und die Cutting Edge, ist auch nicht so der Bringer. Ist zwar Schwarz-Rot-Gold hier, aber mir gefällt sie nicht. Da geben wir mal 4, 3 von 10. Oh mein Gott, der Shop heute ist wirklich so. Ah, Schrott. Okay, also, Cutting Edge hat nicht mal ein Rating bis jetzt bekommen. Ist das Ding neu? Jetzt mal gucken, von wann ist das Ding? 10. Oktober. Nee, last seen. Am 13. April. 13. April ist das Ding das erste Mal rausgekommen. Am 13. April 2018 und hat bis jetzt keinen einzigen Vote bekommen. Also das zähle ich mal als Null. Ja. So, dann haben wir hier den Garrison. Das muss ich noch wegmachen. Garrison. Und ja, der sieht halt aus wie ein Panzergranny. Ne? Eine Augenklappe. Ja, ist Hold Down the Fort. 4 von 10. Der Garrison. Und da, wie sieht's da aus? 3,5 von 5. Okay. So, dann haben wir Waterworks und das ist allerdings wieder ein Emote, den habe ich mir selber geholt. Den habe ich sehr häufig im Gebrauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da könnte ich auch jetzt schon wieder heulen. ja. Das Ding, weil man es wirklich oft benutzen kann und auch der Herr sofort benutzt es relativ häufig, wenn ich tot bin, in einem Match, dann steht er da und heult. Ja. Also, und das Ding kriegt von mir, deswegen, weil man ihn relativ häufig benutzen kann und nur 200 V-Bucks kostet, kriegt das Ding von mir. Ja, 9 von 10. So, das war's von dem heutigen Shop. Jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. Jetzt noch ein bisschen was vorbereitet hier für euch. Aber. Also es sind jetzt gerade mal noch ein paar Commentaries hier. Das mache ich jetzt mal weg, das ganze Ding hier. Ja, das sind jetzt nicht die Oberhammer-Commentaries.
Aber ich denke mal, das spiegelt genau das wider, was sich die meisten von euch über diese Sache hier denken, über den Shop. Und so, jetzt machen wir mal ganz kurz. Mal gucken, ob ich das jetzt Luca. reinbekomme. Also ist jetzt nicht loslaufen, nicht loslaufen. Nein, 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 nicht loslaufen. Jetzt muss ich mal schauen, ich das reinbekomme hier. Da haben wir es. Aber das ist nicht in der richtigen Größe. Da haben wir es in der richtigen Größe. Kann man so benutzen. Okay, lassen wir es einfach mal durchlaufen, was hier unser Hamlins dazu zu sagen hat. Schauen wir mal. And Dark Vanguard. Oh. Als er aus dem Chat erfahren hat, was im Shop ist. Wukong and Dark Vanguard. Okay, really? You still dropping Wukong and Dark Vanguard in 2018, buddy? It's season six. Let's move on, buddy. Kidding me? I'm triggered, bro. Ja, I'm triggered, bro. Das spiegelt, glaube ich, die allgemeine Haltung dazu wieder. Also, ups, das wollte ich jetzt nicht. Ja, das war zumindest mal jetzt hier dieser eine. Dann gucken wir mal ganz kurz. Wie war denn hier nochmal? Ah, nee, das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Richtig. Ja, die mag ich so gerne. Die ist immer ganz witzig. Oh, da nochmal ganz kurz reinschauen. Die ist immer am Lachen, die ist immer gut drauf. So schön ist falsch eingeblendet. Hey. Das da muss ich einblenden. Merkst du dir doch mal, Kollege. Ei, ei, ei. So, Let's see what's back. I actually love the Wukong skin, because I mean League. No, these are all right. I got the important ones. This one always reminds me of Toast. He hasn't played in so long. Sie liebt den Wukong-Skin, aber besonders lange war sie jetzt auch nicht in dem Shop gewesen. Ja, und dann haben wir noch, gucken wir mal ganz kurz, ein Ding, ein Epic Fail, tatsächlich von, oh, ja, warte mal, das wollte ich euch auch noch zeigen hier, genau. Das ist ein sehr, sehr kurzer, oh, ja. Müsst. Shit shop. So, das war schon alles. Shit shop. Shit shop. Ja, also, das war die kurze Reaktion von Myth. Shit shop. Und jetzt will ich euch nur noch ein Epic Fail zeigen von Scissors, den ich wirklich. Also. Ich meine, diese Ice Trap-Geschichten, wie er das da durchzieht, das ist schon ziemlich nice. Macht er auch relativ häufig. Aber jetzt ist ihm im letzten Match doch ganz schön was in die Hose gegangen. Da gucken wir mal ganz kurz hier rein, weil das Ding, das ist echt ziemlich schief gelaufen. Gucken wir mal rein. Alles klar. Ja, da kämpft er noch gegen einen. Das war schon nicht so schlecht. Also war schon ganz schön hart für ihn. Der Typ. Hit the half pipe, you know, just slap on ihn. So, und jetzt hat er ihn. Also der andere. Bro, I'm dead. Scissors. Oh no, dude. So geil. No.
I meant to go into his box, bro. I meant to go in the box. Ja, da war der Border. GG. Da war der Border gewesen. Ja, das hat natürlich schon ziemlich wehgetan, sage ich mal. Aber vorher hat er in einem anderen Clip gezeigt, wie man es besser macht. Nur leider jetzt beim letzten Match hat er es nicht richtig hinbekommen. In einer anderen Szene davor hat er eine ähnliche Aktion gestartet und hat dann direkt vor dem Border nochmal Wände geplaced und konnte somit nicht in den Border reinrutschen. Und das war dann doch die bessere Sache gewesen. Ist jetzt dann doch in die Hose gegangen hier. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Like da, einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich, oder Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Macht's gut, bis dann und tschüss.